In dem gestrigen Livestream wurde ich gebeten, nochmal ein Video darüber zu machen, wie es mit dem erweiterten Bedürfnis oder auch die Überschreitung des Grundbedarfs funktioniert. Ich hatte ja bereits vor einiger Zeit darüber ein Video gemacht, deswegen knüpfe ich da jetzt einfach nochmal an und erläutere es nochmal von neuem. Das Video könnt ihr hier nochmal einsehen. Das erweiterte Bedürfnis oder auch eine Beantragung eines Bedürfnisses nach § 14 Absatz 3 Waffengesetz. Solange ich mich innerhalb des Grundbedarfs bewege, sprich zwei halbautomatische Kurzwaffen oder drei halbautomatische Langwaffen, ist die Beantragung eigentlich relativ straightforward. Bedeutet, ich reiche meinen Antrag ein, ich muss laut Waffengesetz, ich beziehe mich jetzt tatsächlich nur auf das, was Waffengesetz betrifft, brauche ich keine Wettkampfnachweise etc., weil Grundbedarf. In dem Moment, wenn ich eine dritte Kurzwaffe oder eine vierte halbautomatische Langwaffe möchte, muss ich das erweiterte Bedürfnis nachweisen. Hier sagt das Waffenrecht sowie die Verwaltungsvorschriften zum Waffenrecht ganz klar Wettkampfteilnahme. Das Waffengesetz sagt nichts darüber aus, was für Wettkämpfe das sein sollen. Manche Vereine, respektive manche Verbände, lassen zum Beispiel die Teilnahme an Vereinsmeisterschaften zu. Andere sagen, es müssen Wettkämpfe sein, die oberhalb der Vereinsebene stattfinden. Oberhalb der Vereinsebene, tja, was ist das denn? Aus meiner persönlichen Sicht sind das Wettkämpfe oberhalb einer Vereinsmeisterschaft. Sprich, im DSB wären das die Rundenwettkämpfe, DSU-Liga-Wettkämpfe, im BDMP sind das Ranglistenturniere und Landesmeisterschaften etc. Hier ist dann auch irgendwo ganz klar geregelt, aber nicht vom Waffengesetz, sondern dann wieder von den einzelnen Verbänden, wie viele Wettkämpfe man schießen muss. Manche gehen auch hin und sagen, du musst mindestens so und so viel Prozent schießen von der maximalen Ringzahl. Das kommt meistens aus eigenen Regelungen innerhalb der DSB-lastigen Vereine. Manchmal kommt dieses auch in den BDS-Gruppen hervor, wenn das Gruppen sind, die sich aus einem DSB-Verein unter gleicher Führung wie der DSB-Verein entstanden sind. Im Fall des BDMP ist das nun so. So, wie gesagt, 14-2, absolut easy going, zwei kurze, drei halbautomatische lange. So, gehe ich nun hin und möchte die dritte kurze haben, greifen schon ein paar weitere Punkte in den Bereich der Beantragung rein. Nummer 1, wie gesagt, ich muss Wettkämpfe nachweisen. Wie kann ich denn einen Wettkampf nachweisen? Nun, das ist relativ einfach. Man geht einfach auf die Landesverbandsseite deines Landesverbandes und sucht sich dort die Ergebnislisten der Meisterschaften raus, an denen du teilgenommen hast. Ist relativ einfach. Da der Einfachheit halber, so wird es bei uns in Hessen praktiziert und auch gehandhabt, bitte kennzeichnen, welche Platzierung da ist. Die Platzierung spielt keine Rolle, sondern dient einfach nur dem schnellen Finden für denjenigen, der es bearbeitet. In dem Fall unser Landesverbandsleiter oder der Stellvertreter im Fall der Langwaffe. Und damit habt ihr dann schon eure Wettkämpfe für die dritte Kurzwaffe, vierte Langwaffe letzten Endes nachgewiesen. Im ersten Schritt. So, der zweite Schritt ist, ihr müsst natürlich auch begründen können, warum ihr eine neue Waffe benötigt und nicht die beantragte Disziplin mit den bereits vorhandenen zwei Waffen schießen könnt. Diese Begründungen können vielfältig sein. Sie fangen damit an, dass bestimmte Waffentypen für eine bestimmte Disziplin einfach nicht zugelassen sind. Sie erfüllen zum Beispiel im Fall von PP3, PP4 oder EPP das vorgegebene Kastenmaß nicht. Gerade sage ich mal PP4 mit den Kompaktwaffen. EPP kann genauso gut sein. Dienstpistole. Vorhandene Waffe ist keine eingetragene Dienstwaffe laut Dienstpistolenliste und somit nicht zugelassen, um in dem Wettkampf verwendet zu werden. Und so müsst ihr euch einfach mal Gedanken machen, warum kann ich mit den vorhandenen Waffen die beantragte Disziplin nicht schießen und benötige deshalb eine weitere Kurzwaffe oder halbautomatische Langwaffe. Ein einfaches haben wollen ist kein Grund. Leider. Und damit habt ihr eigentlich schon alles gemacht. Ab, ich glaube, der sechsten Kurzwaffe müsst ihr auch nachweisen können, dass ihr mit mindestens 50% der vorhandenen Waffen an Wettkämpfen oberhalb der Vereins,
Ebene, sprich BDMP, Landesmeisterschaften oder vergleichbar. Das heißt, es müssen ausgeschriebene Wettkämpfe sein. Mindestens 50% eurer vorhandenen Waffen an diesen Wettkämpfen teilgenommen haben. So, in meinen Augen, das sind Regelungen, die übersteigen zwar das, was das Waffengesetz sagt, aber wenn man einen vernünftigen Landesverband hat, eine vernünftige Landesverbandsleitung, die sich tatsächlich auch einzig und allein an die Vorgaben des BDMP halten, und diese Vorgaben kommen nun mal vom BDMP aus Paderborn, dann ist das alles kein Problem. Hat man aber, und das betrifft alle Vereine, alle Verbände, eine Landesverbandsleitung oder Vereinsleitung, die der Meinung ist, über dem Gesetz zu stehen und der Meinung zu sein, das geltende Waffenrecht schärfer auslegen zu müssen, als es tatsächlich ist. Das ist sehr, sehr unglücklich, aber kann nur durch eine, sorry, wenn ich das so sagen muss, Abwahl bei den nächsten Vorstand, bei den nächsten Mitgliederversammlungen mit Wahl gerade gezogen werden. Ja, und das ist eigentlich das ganze Thema zum erweiterten Bedürfnis. Ihr müsst Wettkämpfe nachweisen, ihr müsst begründen können, warum ihr mit den vorhandenen Waffen nicht schießen könnt, für die beantragte Disziplin. Mehr ist das im Großen und Ganzen eigentlich nicht.